von dem sie laut Alkoholpegel das meiste Intus hatte, feixte Monnier. Von einer Flasche steht nichts im Bericht. Aber das muss nichts heißen. Die kann mit über Bord gegangen sein. Damit betrat er den Empfangsraum und begrüßte den wachhabenden Beamten mit Handschlag. »Maître Monnier, was machen Sie denn hier?« fragte der Mann mit einem Zwinkern. »Fürchten Sie etwa, dass Ihre Mandantin sich verplappert?« »Nein.« Monnier setzte ein vielsagendes Grinsen auf. »Ich wollte mir den Blick auf die Dessous nicht entgehen lassen.« »Na, dann zeigen Sie mal her, was Sie Hübsches dabei haben.« Mit einem genervten Schnalzen in Richtung des Anwalts stellte Pierre die Tasche auf dem Tisch ab. Der Beamte schob die Ärmel zurück, wobei sich eine riesige, tätowierte Seeschlange zeigte, und streifte ein paar Handschuhe über. Dann begann er, die Tasche zu durchsuchen. »Oh la la«, sagte er und hob einen himbeerroten Spitzentanga mit zwei Fingern in die Luft. »Was für eine Verschwendung!« »Ist ja gut«, brummte Pierre. Früher hatte er in solchen Situationen mitgelacht und gefeixt, aber seit er Charlotte kannte, war er in diesem Punkt empfindlich geworden. Die Anmeldung dauerte weniger als 10 Minuten. Was daran liegen mochte, dass Monnier nicht nur die Untersuchungsrichterin gut kannte, sondern auch den wachhabenden Beamten. Scherze flogen hin und her, während sie die Papiere ausfüllten und die Mobiltelefone in farbenfroh bemalten Schließfächern verwahrten. »Was ist los mit Ihnen?« fragte Monnier. Er zupfte an Pierres Jacke. »Ist Ihnen etwa kalt?« »Ein sich anbahnender Schnupfen«, brummte Pierre und trat einen Schritt zurück. »Monsieur«, sagte der Beamte, als endlich alle Formalitäten erledigt waren, »wenn Sie mir bitte folgen würden.« Er führte sie durch die Sicherheitstür und weiter in einen breiten, endlos wirkenden Gang. Mit jedem ihrer Schritte quietschte und knarzte es, nur nicht bei dem Beamten, dessen Schnürschuhe dem Linoleum keinen Ton entlockten. Hier brachte den Anwalt rasch auf den neuesten Stand. Er erzählte von dem Gespräch mit Jacques und von dem Besuch bei Lucien Auberts Witwe. »Sie geht davon aus, dass Anouk Debris die Formel aus dem Atelier entwendet hat. Sie hat daher vor, eine Nebenklage anzustrengen.« »Auch das noch.« Monnier verdrehte die Augen. Doch bevor er weiterreden konnte, blieb der Beamte stehen, schloss eine Tür auf und geleitete sie in einen kleinen Raum mit blassvioletten Wänden. In der Mitte stand ein Tisch mit einer Box Papiertaschentücher.